Ja, wir sind zurück auf die Normandie und wir haben letzte Folge ja ein bisschen verkackt, aber wir haben eine Spur und diese Spur, ich mach nochmal vorsichtshalber, diese Spur, die werden wir jetzt verfolgen, damit wir mal Cerberus richtig einheizen. Horizon! Cerberus benutzt die Zuflucht auf Horizon möglicherweise als Tarnung für irgendwelche geheimen Aktivitäten. Gehen wir mal. Horizon. Zuflucht. Irgendwelche Buzzwords müssen wir uns merken damit, ne? Sonst funktioniert das alles gar nicht hier. Finden wir das ja nie. So, ich gehe mal hier nochmal kurz hin. Shepard, wie sieht's bei Ihnen aus? Stimmt was nicht? Ich habe von der Grissom Akademie gehört. Cerberus hat hart zugeschlagen. Eine Freundin von mir war dort. Kaylee Sanders. Wir standen uns nahe. Das tut mir leid. Ist nicht Ihre Schuld. Die Galaxie hat zurzeit größere Probleme. Ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kyle Lang hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenen Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssten es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Okay. Kleine Motivationsrede, damit wir nicht so deprimiert sind. Hier hat sich nichts geändert. Ja, dann werden wir uns mal das zurückholen, ne? Fucking Ling Lang. Verdammt. Ich dachte, nachdem wir den Reaper auf Runoch erledigt haben, ich weiß auch nicht. Ja, aber wir hätten unmöglich einen Reaper auf dieses Jahr. Ich muss kurz mal, kurz eine Unterbrechung. So. Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Da habe ich aber keine Zeit. Wir müssen ja. Ne? Jetzt mal nochmal ein bisschen was von. Ne? Also von Tessia. Ein paar Informationen. Wir werden jetzt aber. Richtung Cerberus. Magien. Zuflucht, ne? Oder? Wo ist das? Da. Ja, Zuflucht. Treibstoffdepot, können wir mal reingucken. Zuflucht. Wir scannen ist einfach so hart dumm, ne?
Oh, wir können entscheiden, wen wir mitnehmen wollen. Ich entscheide mich für ihn hier. Komm, wir nehmen ihn hier mit. Okay, Commander, was wissen wir? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Orianna Lawson. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Orianna Lawson ist Mirandas Schwester. Damit haben wir eine Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Ich habe mich noch nicht. Aber zumindest werden mich hier wahrscheinlich keine Reaper oder sowas Schäden, haben. Commander. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage. Wir kriegen Ärger. Oh, das ist doch irgendwas Komisches. Oh nein. Das war eine Heuschrecke. Hab ich gesehen. Phantome. Vorsicht nach allen Seiten. Ach nein, und ich sag noch, ne? Ja, wir werden hier schon keine Probleme von... Und irgendwelchen Reapern oder was haben, ne? Mhm. Wo haben wir denn jetzt diese Gegner? Auf den Scharfschützen achten! Ja, der ist da oben irgendwo. Ich weiß es genau, da. Aber ich kann den halt von hier nicht abschießen, weil da haben wir meine Reichweite komplett in den Arsch ist. Muss ich mal gucken, ja? Ein bisschen. Oh nein, das sind die Viecher mit dem Schwert, ne? Warte, ich muss mal hier mein Ding wieder hier aktivieren. Mein cooles. Oh, Snibbly. Snip. Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Sicherheit. Mit dem. Mit den Snipern ist halt scheiße. Ja, ich weiß, dass er gerade ein Shuttle abstürzt. Da. Das ist eine Heuschrecke. Guck mal da. Ui. Das war eine Heuschrecke! Hab ich gesehen! Phantome! Vorsicht nach allen Seiten! Auf den Scharfschützen achten! Ja... Ich würde ihn gerne wegballern, ne? Den Scharfschützen, aber... Aber das ist ja scheinbar nicht so möglich. Ich würde dich überall... Ich hab die Vision. Ja, Scharfschütze kann auch nichts machen, weil er mich hier nicht sieht. Na, was machst du jetzt? Oh shit, sagte ich. Oh, aber ich glaube, die Phantome sind alle tot, ne? Ja! Okay, gucken wir mal, dass wir dichter rankommen. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir von hier... Ja, hier können wir. Unter Shepard. Wieso kann ich nicht
kann ich... Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich hasse dich, Shepard. Stimmt, der Sniper, der KI von denen so weird. Der snappert aber dann nicht, wenn man den trifft, ne? Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und? Es sieht so aus, als ob die Reaper sie vertrieben hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Ja. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Cerberus Shuttles da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Ja, aber die fliegen weg. Alle Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, ihre Besitztümer unserem Sortierpersonal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Die Flüchtlinge haben sich hier bestimmt sicher gefühlt. Waren deshalb sehr erleichtert. Jeder Ort, selbst einer wie dieser, ist anfällig gegen den Zorn des Krieges. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Oh, schön sieht's aus. Wenn hier nicht alles zerstört wäre und brennen würde, aber... Schön sieht's aus. Mal gucken, wie wir da irgendwie jetzt mal irgendwo hinkommen, wo wir hin sollen. Aufnahmen der Überwachungskameras. Hier wurden die Flüchtlinge sortiert. Los, noch kein Zeichen von Oriana. Gehen wir weiter. Es gibt in der Zuflucht genügend Platz für alle Neuankömmlinge. Ja, aber wo müssen wir jetzt lang? Achso, das kann man sich immer wieder anhören. Eine weitere Landezone. Die Schiffe, die wir gesehen haben, haben also darauf gewartet, reinzukommen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Zuflucht erkunden. Okay, wir sind schon mal richtig. Ich habe hier was, Commander. Oh. Verluste auf beiden Seiten. Vor allen Dingen sind noch welche da. Habe ich die ganze Zeit hier... Achso. Noch mehr Cerberus! Wo dahinter? Ein Beobachtungsdeck. Wahrscheinlich eine Sackgasse. Wir brauchen einen Ausgang. Weiter suchen. Ich würde sagen, hier könnte man gut lang. Commander. Ich sehe es. Müllspannung machen die, ne?
Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Sehen Sie sich das an. Wozu der Aufwand, das zu tarnen? Ich weiß nicht. Sehen wir es uns an. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Mhm. Da haben wir dann doch noch mal einen Weg gefunden, ne? Ich würde Reaper-Technologie überall erkennen, Commander. Ich weiß nicht wie, aber Cerberus setzt sie für irgendetwas ein. Sieht nicht gut aus. Und Orianna steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Diesen Teil der Zuflucht hat nie ein Flüchtling gesehen. Ach nee. Deswegen war das ja auch getarnt. Jetzt bin ich wieder an der Wand dran. Bin ich irgendwas zu machen? Kontrollzentrum. Nee. Aber alles abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Wir kommen nicht weiter, ne? Ich glaube, ich habe einen gefunden. Hauptschalter. Jetzt. Was geht da vor? Das sind die Flüchtlinge. Sie treiben sie einfach zusammen und schlachten sie. Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Eine Technology-Viecher, die Hask. Und da können ja einfach so Menschen verwandelt werden in die Dinger. Husks sind hirnlos und ohne Ziel. Es muss mehr hinter dieser Anlage stecken als die Herstellung hirnloser Monster. Die Reaper haben an. Ich hier die Energieversorgung. Diese Dinger sind vor der Tür. Ich unterbreche die Energieversorgung, dann wird alles abgeriegelt. Kai Leng, sie weiß nicht, dass er hier ist. Orianna Lawson läuft frei herum. Soll ich sie erledigen? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Nein, Ling Lang ist da. Ja. Das war eine spontane. Ja, ne? Also, ich finde die Worte. Einfach so. Wurde ich von Husk angegriffen. Oh shit, keine Muni mehr. Warte mal, hast du gegen. Wo die herkommen, gibt's sicher noch mehr. Ja, haben wir ja gesehen. Was haben wir hier?
Experimente. Reaper-Truppen! Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Das ist cool. Ja, vor allem die Banshee ist nicht so geil. Ja, die Banshee gefällt mir nicht, dass wir die jetzt hier wieder haben. Portet sie hier hin. Mann, Shepard! Ja. Banshee immer sehr, sehr dramatisch. Upsi. Nein, ich habe einen Balken verloren. Nicht gut. Ach so, ja, cool. Das macht halt. Wenig Damage. Das ist meiner. Nein. Na, wo ist er? Da. Okay, alles weg. Und hier kann man doch einfach... Nein, nicht die Wand. Wir haben eine Tür zum Durchgehen auch noch. Alles durchsuchen, eventuell finden wir hier sogar noch mal Medikit oder sowas, das wäre ganz nice. Wenn wir hier so hart gekämpft haben, könnte man ja hier nein, man platziert natürlich immer nur Medikit dahin, wo man das gar nicht braucht. Hi. Das, sie werden noch eine Banshee sehen. Hi. Sieht auch gruselig aus, ne? Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig.
Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Was für ein Monster tut anderen sowas an? Das begreife ich nicht. Ich auch nicht. Achso, das ist wahrscheinlich nur zum Showcase quasi hier, ne? Da kommt man gar nicht rein. Die Tür geht nicht auf und da hinten scheint es auch nicht so zu sein. Das könnte man in diesen Raum rein. Das ist wahrscheinlich nur der Lock hier hierfür quasi gedacht, ne? Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Oh doch, hier haben wir Medigel. Sogar zwei. Okay, dann will ich nichts sagen. Dann haben sie das doch gut platziert und haben nachgedacht. Ja, dann F5 und dann machen wir nächste Folge weiter, würde ich sagen, hier in diesem Komplex und gucken, ja, Ling Lang hier finden. Mal sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.